Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und heute testen wir Colossou Porzellan und Keramikmarker. Diese wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, das heißt, dieses Video enthält Werbung. Ich teste heute für euch die Porzellanstifte von Colossou auf einer Emailtasse. Ich dachte mir, das wäre mal interessant, denn Porzellantassen werden sehr häufig getestet. Und ja, zunächst reinigen wir die Tasse. Ich erzähle euch in dem Video natürlich einiges über diese Stifte, aber ich möchte noch dazu sagen, dass in der Videobeschreibung ein Link zu finden ist. Da kann man draufklicken, da kann man sich alle Infos noch einmal in Ruhe durchsehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Colossou hat einige Farben am Start, sogar zwei Metallic-Farben, Silber und Gold. Das hat mich sehr gefreut. Gold verwende ich mitunter auch für diese Tasse und zunächst aber einmal Grün und Rot. Diese schüttle ich 15 Sekunden lang und dann drücke ich so lange auf ein Blatt Papier, bis die Farbe über den Stift fließt und somit auf dem Stück Papier ersichtlich ist. Die Stiftspitze ist bei allen Stiften jetzt insgesamt 2 bis 3 mm dick. Das kommt darauf an, wie fest du aufdrückst. Ich habe meistens 3 mm gehabt, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin anscheinend eine feste Drückerin. Aber meine Striche waren schon sehr gerade. Ich habe mir vorgenommen, die Tasse etwas weihnachtlich zu gestalten. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, welchen Spruch ich gerne drauf haben möchte. Ich habe zuvor einen Nussknacker gebastelt. Dieses Video kommt noch, beziehungsweise ein ähnliches. Den Nussknacker habe ich für mich zur Inspiration daneben hingelegt. Und am Ende konnte er mir sogar einen Spruch sagen. Ich habe einfach damit begonnen, den Rahmen zu malen. Und ich habe mich hier für zwei Äste, Zweige, wie auch immer man es nennen möchte, entschieden. Einige werden sich sicher fragen, wie lange hält denn das Ganze eigentlich auf dieser Tasse? Es ist so, nach dem Backen, du bäckst das Ganze quasi bei 250 Grad in deinem Ofen für 30 Minuten. Danach ist deine Tasse spülmaschinenfest. Ich würde es zwar noch trocknen lassen und auskühlen lassen und dem Ganzen Zeit geben, bis du sie wirklich in die Spülmaschine steckst. Aber grundsätzlich ist das Ganze spülmaschinenfest. Und solange es nicht in Berührung mit anderen Tassen oder Gabeln, Messern, keine Ahnung, Dingen in Berührung kommt, die deine Tasse beschädigen könnten, passiert auch deinem Gemalten auf der Tasse nichts. Es geht allerdings ab, wenn man hartnäckig mit dem Fingernagel zum Beispiel kratzt. Habe ich versucht, ging tatsächlich ab. Ist aber nicht schlimm, weil das macht man ja normalerweise jetzt nicht. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben schenken würdet, beziehungsweise falls ihr mich noch nicht abonniert habt, mich zu abonnieren. Ist kostenlos und ja, Dankeschön. Ich muss sagen, auf der Tasse selbst trocknet die Farbe sehr, sehr schnell. Das ist absolut gut und in Ordnung und man kann so mit einer weiteren Farbe direkt darüber malen. Und in der Zwischenzeit weiß ich nun auch, welchen Spruch ich nehmen möchte, und zwar: Plätzchen sind für alle da. Und für und da wird durchgestrichen. Fand ich ganz witzig. Der Nussknacker hat mir diesen Witz erzählt. Ja gut, Google war's. Okay. So, und jetzt kommt's. Ich zeichne mir etwas vor. Das betone ich so, weil ich das in letzter Zeit häufiger mache und das eigentlich absolut nicht meine Art ist. Normalerweise mache ich alles ohne Vorbereitung, ohne irgendwelchen Vorzeichnungen. Idee muss umgesetzt werden und so schnell wie möglich, denn ja, in meinem Kopf tausend Ideen sind. Und daher ist das ziemlich ungewöhnlich für mich. Nun gut, jetzt habe ich das Ganze mit Schwarz bemalt. Schwarz gefällt mir dann doch nicht so gut. Jetzt habe ich Schwarz wieder abgemacht. Und so gesehen war es eigentlich ganz gut, dass die Farbe wieder ab musste, denn so konnte ich gleich schauen, wie gut funktioniert das wirklich mit einem feuchten Tuch. Tata, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ja, absolut keine Rückstände. Ich konnte alles in Ruhe einfach wegwischen. Absolut kein Problem. Ich habe es später dann noch einmal versucht beim P. Allerdings schon mit der goldenen Farbe.
ging ebenso noch weg. Das heißt, egal wie lange das schon eingetrocknet ist, es geht noch ab, solange es nicht im Ofen war. Und das ist schon ein sehr beruhigendes Gefühl, muss ich sagen. Das hat mir wirklich gefallen. So, für meinen zweiten Anlauf dachte ich mir, wäre es nicht schöner, wenn die Schrift etwas dünner wäre? Also habe ich von dem goldenen Stift einfach etwas Farbe entnommen. Das heißt, einfach ein bisschen auf diese Palette gedrückt, damit Farbe rauskommt. Und mit einem Pinsel das Ganze aufgetragen. Funktionierte auch sehr gut, aber man braucht eine ruhige Hand, die ich nicht habe. Wie bereits erwähnt, habe ich am Ende das P quasi gelöscht, also einfach weggewischt und dann noch einmal gezeichnet. Ich wollte es einfach ein bisschen größer haben und auch das funktionierte super. Übrigens, die goldene Farbe war 1000 schön, also richtig klasse, wie die geglänzt hat und ja, macht einiges her, gefällt mir richtig gut. Ich fand es auch ehrlich gesagt super spannend, dass es so gut mit dem Pinsel funktioniert hatte, denn die Farbe blieb eigentlich ziemlich gut flüssig auf der Palette, nicht wie auf der Tasse, wo sie eigentlich relativ schnell trocknet. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil beim Auftragen. Das ist richtig, richtig toll. Wir sind soweit fertig mit der Tasse. Nun kann sie in den Ofen bei 250 Grad 30 Minuten lang und dann ist sie im Prinzip fertig. Auskühlen lassen und so sieht das fertige Ergebnis aus. Danke dir fürs Zusehen. Ich war außerordentlich zufrieden mit den Stiften, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Wirklich tolles Ergebnis und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!